Es war einmal eine Zeit, da waren zwei Schwestern, Mangita und Larina, die in einer kleinen Hütte lebten. Mangita arbeitete hart. Sie arbeitete im Lebensmittelladen ihres Vaters, wenn sie frei hatte. Larina auf der anderen Seite liebte es zu reisen und Spaß zu haben. Wenn ihr langweilig war, schaute sie sich am Fluss an und kämmte sich lange die Haare. Ich bin heute noch schöner als meine Schwester. Eines Tages ging Mangitas und Larinas Vater auf eine lange Reise, von der es keine Rückkehr mehr gab. Obwohl Mangita sehr traurig war über den Weggang ihres Vaters, war Larina so glücklich. Jetzt kann ich jeden Tag bis zum Morgen am Fluss sitzen. Nachdem ihr Vater gegangen war, begann Mangita noch härter zu arbeiten. Sie hat morgens den Boden gekehrt, kochte eine leckere Suppe am Nachmittag und hing die Wäsche auf. Larinas einziger Zeitvertreib war es, ihrer Schwester Ärger zu machen. Sie hat die Teppiche im Haus schmutzig gemacht und schüttete eiskaltes Wasser in die gekochte Suppe. Warum ist die Suppe noch kalt? Und warum sind die Teppiche schmutzig? Ich habe sie gerade erst gereinigt. Die Tiere, die du fütterst, haben sie schmutzig gemacht. Eines Tages ging Larina im Wald spazieren. Sie war gerade dabei, die unreifen Früchte zu pflücken und warf sie in den Fluss. Währenddessen kam eine alte Frau langsam auf sie zu. Hallo, schönes Mädchen. Ich bin sehr hungrig. Kannst du mir auch etwas Obst geben? Larina reichte der alten Frau die geschmacklosen Walderdbeeren, die sie gerade gepflückt hatte. Ma'am, Sie können essen, so viel Sie wollen. Das sind die leckersten Erdbeeren der Welt. Die alte Frau hatte Bauchschmerzen, sobald sie die Erdbeeren gegessen hat. Sind diese Erdbeeren lecker? Igitt, ich danke dir trotzdem. Als Larina nach Hause kam, schlief die alte Frau ein. Während Mangita unterwegs war, um im Wald Gemüse zu sammeln für die Mahlzeit, sah sie die alte Frau, die krank wurde. Sie hat sie sofort nach Hause gebracht und legte sie auf ihr Bett. Was macht diese Frau in unserem Haus? Sie riecht so schlecht. Sag so etwas nicht, Larina. Die Frau ist sehr krank. Wir müssen sie mit gesunder Nahrung versorgen, um sie zu heilen. Mangita bereitete heiße Suppe und Kräutertee für die alte Frau zu. Auf der anderen Seite hat Larina heimlich die Suppe weggeworfen und Erde in den Kräutertee getan. Larina, hast du Erde in diesen Kräutertee getan? Sag es mir jetzt. Nein, ich war es nicht. Die alte Frau hat es selbst reingetan. Innerhalb von ein paar Tagen erholte sich die alte Frau. Du bist ein gutherziges Mädchen, Mangita. Wenn du jemals krank wirst, esse jeden Tag diese Blaubeeren. Dann wirst du dich sofort erholen. Mangita, die sehr müde war, die Hausarbeit lange Zeit allein zu machen, wurde schließlich sehr krank und lag im Bett. Larina, kannst du die Blaubeeren mitbringen, die die alte Dame mir gegeben hat? Aber Larina hat alle Blaubeeren selbst gegessen. Hier gibt es nichts. Die Vögel, die du fütterst, müssen sie gefressen haben. Mangita wurde noch träger und schlief schweißgebadet ein. Larina hingegen verließ das Haus und ging zum Fluss, um ihr Haar zu kämmen. Zu dieser Zeit ist die alte Frau wieder vor ihr erschienen. Hallo, kleines Mädchen. Wo ist deine Schwester? Sie hat Obst in Säcke verpackt und ging zur Arbeit. Was geht dich das an? Die alte Frau erkannte, dass Larina gelogen hatte. Sie ist sofort zu ihrem Haus gegangen, um Mangita zu sehen. Als die alte Frau dieses junge Mädchen sah, das ihr half, schwitzend und krank, war sie sehr aufgeregt und weinte sehr lange. Larina, die sie vom Fenster aus beobachtete, lachte laut auf. Gerade dann verwandelte sich die alte Frau in eine wunderschöne Fee. Larina war sehr überrascht, als sie die Fee sah. Freudig betrat sie das Haus. Du bist eine Fee! Ich habe mein Haus für dich geöffnet! Du schuldest mir was! Gib mir das schönste Haar auf der ganzen Welt!
Schnell, benutze jetzt Magie und lass meinen Wunsch wahr werden. In der Tat, als die Fee Larina zum ersten Mal sah, verwandelte sie sich in eine alte Frau, um zu sehen, ob sie ein guter Mensch ist. Ich habe dir die Möglichkeit gegeben, mir einen Gefallen zu tun, aber du warst immer schlecht. In diesem Moment winkte die Fee ihren Zauberstab hin und her. Larinas Haare haben sich in Efeu verwandelt. Ah, mein Haar! Was ist mit meinen Haaren passiert? Sie sind jetzt so hässlich! Larina rannte voller Angst zum Flussufer und schaute auf ihr Haar, als Fliegen um ihren Kopf flogen. Ihr Efeuhaar steckte plötzlich in der Erde fest. Ich bin so hässlich geworden. Ich will mich nicht mehr ansehen. Zu dieser Zeit gab die Fee Mangita eine Heidelbeere und Mangita konnte endlich genesen und öffnete ihre Augen. Danke, Fee. Ich fühle mich jetzt so viel besser. Die Fee winkte zweimal und verwandelte das kleine Häuschen, in dem sie lebten, in einen atemberaubenden Palast. Mangita war sehr überrascht und beeindruckt, als sie den Palast sah. Das Gute wird immer belohnt, junges Mädchen. Und dieser Palast ist deine Belohnung. Danke, Fee. Was ist mit meiner Schwester? Was ist mit ihr passiert? Deine Schwester wird für immer auf ihr hässliches Spiegelbild starren, am Ufer des Flusses. Aber ich liebe meine Schwester so sehr. Welchen Sinn hat es, allein in diesem riesigen Palast ohne sie zu leben? Gib uns ein glückliches Leben in unserer Hütte wieder, Fee. Das ist alles, was ich mir von dir wünsche. Die Fee war sehr glücklich, als sie die Worte von Mangita hörte. Zuerst verwandelte sie den prächtigen Palast zurück, wieder in ein Häuschen. Später ging sie zu Larina und verwandelte ihr Efeuhaar wieder in seinen früheren schönen Zustand mit ihrem Zauberstab. Larina umarmte Mangita freudig. Du hast mich gerettet. Es tut mir sehr leid. Ich werde jetzt ein guter Mensch sein. Ich verspreche es. Larina verstand in diesem Moment, dass das Glück, Menschen zu helfen, alles wert ist. Denn Glück wird schöner, wenn es geteilt wird.